Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Imperiumsmitglieder, zu einer weiteren Tierlist, und ich möchte direkt sagen, dass ich hier ein wenig gegen meine eigenen Regeln verstoße. Im Grunde hatte ich mir nämlich fest vorgenommen, dass ich nur, und das habe ich auch im Video gesagt, dass ich nur Tierlisten zu einem aktuellen Thema gehörig mache. In dem Fall sollte das Thema das 35-jährige Mario-Jubiläum sein. Deswegen sollten die Tierlisten alle mehr oder weniger mit dem Mario-Universum und zusammenhängen. Da es allerdings gerade ein Trend ist und es sich unheimlich viele Leute gewünscht haben, werde ich heute eine Tierlist zum Thema Pokémon-Editionen machen. Und zwar werde ich alle Pokémon-Editionen in meine berühmten 5 Kategorien einordnen. In meinem ersten Video, was die Super Mario 2D-Spiele beinhaltet hat, habe ich ein wenig über mein Bewertungssystem gesprochen. Ihr findet es aber auch in der Videobeschreibung. Ganz kurz erwähnt, großartig ist mehr oder weniger eine 1, gut eine 2, okay eine 3, nicht gut eine 4 und katastrophal 5. Und wie wir wissen, an Universitäten bedeutet 5 durchgefallen. Während alles andere immerhin noch spielbar ist, aber es natürlich auch unterschiedliche Stufen dahingehend gibt. So, und das andere, was ich sagen möchte, ist, hier sind Zwillingseditionen mehr oder weniger separat oder parallel aufgelistet. Zum Beispiel haben wir hier Diamond und hier haben wir Pearl. Ich werde sie zusammenfassen. Und zwar deswegen, weil es keine editionsexklusiven Elemente gibt, die ein Spiel so viel besser machen, dass ich es wirklich höher stufen würde. Oder zumindest so weit höher stufen würde, dass es direkt in ein neues Tier kommen würde. Wie ihr dem Bewertungssystem entnehmen könnt, habe ich hier immer Doppelpunkte. Also 9 ist automatisch 9 Punkte, ein niedrigeres Tier von großartig. Und 10 ist sozusagen eine Plus, ein oberes Tier. Und es gibt eigentlich keine Chance, dass das, oder was bei diesen Editionen exklusiv ist, irgendwie einen Unterschied machen würde. Ja, man hat dann vielleicht hier irgendwie ein editionsexklusives Pokémon, aber also, wenn ich jetzt Diamond und Pearl, sagen wir einfach mal, hierhin tue, bei okay, dann wird nicht der Fakt, dass ich in dem einen Spiel Mobile fangen kann und im anderen Pantimini dafür sorgen, dass ich eins gleich ein ganzes Tier höher einstufen würde. Natürlich, Spezialedition ist das andere. Spezialedition werde ich separat bewerten, aber bei den Zwillingseditionen ergibt es einfach keinen Sinn. Die einzigen, die vielleicht rankommen würden, sind Schwarz und Weiß, weil da genug Unterschiede sind, dass man zumindest einen einigermaßen spürbaren Unterschied haben würde. Aber auch der ist längst nicht hoch genug, als dass man das unterschiedlich einordnen könnte. Daher, ja. Beginnen wir mit Omega Rubin und Alpha Saphir. Und das ist gleich einer der kniffligsten Einordnungen, muss ich sagen. Und zwar deswegen knifflig, weil dieses Spiel, ja, wie soll ich sagen, einen sehr, sehr, sehr starken Anfang hat und dann im Laufe der Zeit immer enttäuschender wird. Ich tue es knappes Gut. Knappes Gut. Also, Rubin und Saphir beginnt und es ist zunächst episch. Man hat die ganzen coolen neuen Funktionen. Man hat natürlich wieder den Pokémon-Navigator, der umso besser ist. Man hat die Möglichkeit, die Pokémon im Gras aufzuspüren. Das ist cool. Man hat viel bessere Touchscreen-Funktionen, wo eben das mit reinspielt, aber auch eine Art Habitatsliste, die wieder da ist. Man hat ein Fernsehprogramm, was parallel läuft. Also der Anfang ist in vielerlei Hinsicht fantastisch. Die Aufmachung ist deutlich besser, als sie im Original war. Es steht eindeutig fest. Und Hoenn ist insgesamt deutlich besser, rein optisch her. Dann gibt es allerdings enttäuschendere Elemente, wie zum Beispiel, dass Gebiete verkleidert wurden aus irgendwelchen Gründen. Gerade Sachen wie Neu-Malvenfroh sind dann wiederum sehr schade, dass die Kampfzone nicht enthalten ist, obwohl sie einer der Spezialelemente aus Smaragd waren. Und wie wir wissen, in Hot Gold und Soul Silver sind durchaus auch Elemente von Kristall geflossen. Daher hätte man das durchaus aufnehmen können, aber wir wissen, Game Freak wollte das nicht machen, wegen Handyspielen und etc. pp. Das müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufrollen. Dann hatte man, ja, ein bisschen einen enttäuschenden Storyverlauf, sage ich mal. Ich meine, es war an sich schöner strukturiert, dass man die Mega-Entwicklung eingebaut hat. Aber man hat beispielsweise diese unnötigen Teleportationsszenen gehabt. Also ich sag,
immer wieder, oder als Beispiel nenne ich immer wieder, nachdem man die Blütenburg City Arena geschafft hat und danach die ganzen Wasserrouten erkunden könnte, aber Heiko einen zwingt, nach Malvenpro City zu gehen, indem er einen hinteleportiert. Das sind halt so unnötige Sachen, wo das Regionslayout von Hoenn, was genial war, nicht wirklich beachtet wurde. Und deswegen haben wir hier ein Spiel, was merkwürdigerweise einige Sachen vom Original verbessert, und ich würde sagen, die meisten Sachen sind Verbesserungen, aber auch einige Sachen verschlechtert. Was zu dem Zeitpunkt zumindest ungewöhnlich war, da die Remakes eigentlich immer besser wurden. Oder zumindest besser waren als die Vorgänger. Und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass ich dem Spiel ein bisschen negativer gegenüberstehe. Die Delta-Episode fand ich auch erst cool, jetzt nur noch okay, weil die Handlung ist zwar cool, aber gameplay-technisch ist es halt echt mau, weil man einfach nur von Ort zu Ort geht und dann Dialoge erfährt und zum nächsten Ort gehen, Dialoge erfährt und dann irgendwann am Ende geht's endlich ab, wo man mit Rayquaza gegen die Oxys kämpft, aber bis dahin ist es ein steiniger Weg. Ich würde allerdings sagen, das Gute überwiegt. Das ist, die Atmosphäre ist fantastisch. Die Grafik ist wunderschön. Ich finde, das ist das schönste 3D-Spiel. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, Sonne und Mond sieht an sich besser aus, von den Charakteren alles. Und das stimmt, aber ich fand, Sonne und Mond hat die Region nicht andersweise so in den Fokus gerückt wie Omega Rubin Alpha Saphir. Beide sollten ja mehr oder weniger Urlaubsthemes, Insel-Themes sein. Und Omega Rubin Alpha Saphir hat es einfach deutlich besser geschafft, das grafisch darzustellen. Und von daher, ja, gehe ich hier auf gut. Okay, da haben wir Schwarz 2, Weiß 2. Absolut großartig. Wo bist du, Weiß 2? Ist Weiß 2 hier? Okay, ich finde gerade Weiß 2 nicht. Wir werden es schon im Laufe dieser Tierlist finden, falls es vorhanden ist. Ja, Pokémon Schwarz 2 Weiß sind meine absoluten Lieblingseditionen. Ich finde sie absolut großartig. Man hat die relativ ambitionierte Handlung aus Schwarz und Weiß, die dann komplett in sich zusammengefallen ist gegen Ende, simplifiziert, indem man sie persönlicher gemacht hat. Ja, die ganze Geschichte mit Mattisee, der selbst auf der Jagd nach Team Plasma ist, weil er einen persönlichen Groll gegen sie hegt, war für uns deutlich nachvollziehbarer. Man hat auch ein bisschen mehr die Beziehung zwischen N und Getzis in den Fokus gerückt und man hat eben, und das mochte ich auch an der Handlung, gezeigt, wie sich Team Plasma auseinandergelebt hat und man jetzt eben eine radikale Fraktion hat und eine, die wirklich die Ideale hochhält und wie das Ganze auf die unterschiedlichen Protagonisten wirkt. Das war alles cool gemacht. Und ich habe jetzt direkt mal die Handlung erwähnt, weil ich viele Leute kenne, die sagen, Schwarz 2 und Weiß 2 war bei allem besser, außer bei der Handlung. Und ich fand schon, dass die Handlung dadurch besser war, dass sie einfach geradliniger war, persönlicher war und nicht so ambitioniert wie der erste Teil war, nur damit diese große Ambition in sich zusammenfällt. Darüber werde ich an anderer Stelle noch ein Video machen, aber ich bin der Meinung, dass der Reveal, dass Getzis am Ende böse war und alles geplant hat, der Handlung insgesamt geschadet hat. Aber ansonsten, gameplay-technisch fantastisch. Also wirklich, wir hatten so ziemlich alles, was man sich vorstellen konnte. Wir hatten nicht nur eine relativ lange Hauptstory mit vielen interessanten Städten, die man erkunden konnte, die alle einen eigenen Flair hatten. Man hatte Editionsunterschiede, die rein optisch waren. Und allein diese optischen Unterschiede, zum Beispiel beim Janusberg, haben mir sehr gefallen. Man hatte Arenaleiter, die erneut in der Story involviert waren. Nicht ganz so wie im ersten Teil, aber erneut hatten die Charaktere Persönlichkeit. Auch die alten Charaktere waren wieder dabei. Die neuen Routen waren allesamt deutlich besser. Man hat viele der guten Routen, die in Schwarz und Weiß erst im Postgame kamen, ins Maingame verlegt. Vor allem lange Routen. Und hat dafür die eher langweiligeren Routen wiederum ins Postgame von Schwarz und Weiß verlegt. Was aber kein Problem war, weil man so viel Content im Postgame hatte. Und das ist auch der Grund, warum es mein Lieblings-Pokémon-Spiel ist. Ich hatte einfach nie das Gefühl, dass ich so viel machen kann wie in diesem Spiel. Es hat sich legit wie ein richtiges RPG angefühlt, was bei Pokémon eher selten vorkommt. Aber da hat man wirklich gemerkt, dass man hier versucht hat, ja, wirklich in Konkurrenz zu einem richtigen RPG zu treten. Wir hatten diese PvT-Herausforderungen, die nochmal eine ganz spezielle eigene Herausforderung waren und jeden Arenaleiter innehatten, den wir bis dahin kannten. Wir hatten die Kampfmetro, der ein guter Ersatz für den Duellturm war, kein guter Ersatz der Kampfzone, aber zumindest vom Duellturm war es gut. Wir hatten Pokeboot, ganz neue innovative Idee. Die Musicals, auch wenn ich sie nicht wirklich mag, haben sie doch immerhin einen Platz bekommen, weil sie die Accessoires und so wieder verwerten.
aufgewertet haben, dann hatten wir dieses ganze Medaillensystem, was darauf ausgelegt war, einen für alles, was man im Spiel gemacht hat, zu belohnen. Und es gab wirklich viel, was man eben machen konnte, wie ich eben erwähnt hatte. Darüber hinaus hatte man da noch die Habitatsliste, was einen motiviert hat, die einzelnen Pokémon zu finden. Man hatte dann wirklich gute Belohnungen für den Pokédex. Das kam bis dato auch nicht wirklich vor. Wo man dann den Schillerpin bekommen hat und einfach Shinies fangen konnte oder das Naturschutzgebiet konnte. Man hatte die Möglichkeit in oder in der weißen Baumhöhle oder in der schwarzen Stadt die Gegenden zu erklimmen, bis in den letzten Stock zu kommen und dann gegen Magno zu kämpfen, dann nochmal ein Shiny zu bekommen. Und man konnte sich sogar die Sachen austauschen durch das Schlüsselsystem. Durch das Schlüsselsystem konnte man mehr als sozusagen alle Regis in einem Spiel fangen. Man war außerdem in der Lage, einen schwierigeren Modus freizuschalten, was wir in Pokémon auch nie wirklich hatten. Ja, es war nicht perfekt. Es war ein bisschen sinnlos, dass man das Spiel durchspielen musste, nur um dann den Schlüssel übertragen zu können. Das hätte man durchaus besser lösen können. Aber an sich war einfach der Fakt, dass es dieses Schlüsselsystem überhaupt gab, fantastisch. Und dann hatten wir natürlich die Rückwärtskompatibilität, wo man durch den Memento-Link sozusagen sehen konnte, was in den 2 Jahren passiert ist. Es war eine hervorragende Idee, dass man dieses Spiel als Fortsetzung gewählt hat. Es hat so unendlich viel Spaß gemacht, das alles zu erkunden. Man hatte ja auch alle möglichen Trainer, die man dann im Postgame besiegen konnte, wo man Rückkämpfe machen konnte. Ich habe das alles in meinem Pokémon Weiß 2 Let's Play gezeigt, was 256 Parts gedauert hat. Und ich glaube, das ist schon mal selbst eine Hausnummer. Ja, sehr viele kleine Sidequests, die man suchen konnte, die einem nur eine kleine Belohnung gegeben haben, aber die einfach cool waren, weil sie da waren. Natürlich die versteckten Lichtungen, die man suchen konnte, wo man dann versteckte Fähigkeiten bekommen konnte. Also, ja, fast perfekt, würde ich sagen. Natürlich, genau, unterschiedliche Jahreszeiten. Ja, die unterschiedlichen Jahreszeiten hatte man zwar schon im ersten Teil, aber hier waren sie nochmal cooler eingebunden, fand ich. Also, ja, ich kann echt wenig Ständiges über das Spiel sagen. Ich mochte ja am Anfang die Grafik von Schwarz und Weiß nicht so. Ich fand, bei Schwarz und Weiß sah es dann deutlich besser aus, aber das ist dann das Einzige. Okay. Ah, ich habe Weiß 2 gefunden. Ich habe mir das gerade nochmal ganz genau angeschaut. Ich glaube, ich werde die paar Sekunden Stille rausschneiden. Ey, ich habe Weiß 2 gefunden. Okay, gut. Dann kommen wir zu den Vorgängereditionen. Schwarzen Weiß hätte ich früher absolut auf okay getan. Nachdem ich sie für meine Monotype-Challenge nochmal neu gespielt habe, sind sie für mich mittlerweile gut. So, warum mochte ich Schwarzen Weiß am Anfang nicht so? Der Grund war, dass ich eine relative Enttäuschung erfahren habe. Und über diese relative Enttäuschung musste ich mir bewusst werden. Das größte Problem war, dass man davor mit Platin und Hot Gold und Soul Silver 2 großartige Editionen hatten, die versucht haben, so ziemlich alles aus der Pokémon-Formel rauszuholen, was nur irgendwie ging. Und so ziemlich alles drin hatte, was bis dahin da war. Und dann das Schwarz und Weiß angefangen hat, Content zu streichen, der davor da war. Der Pokeradar ist da ein Beispiel. Dass man den Kampfhahn da nicht mehr so gut nutzen konnte, ist ein anderes, um eben konstant Rückkämpfe machen zu können. Dass der Touchscreen wieder deutlich langweiliger ist. Man hatte zwar den absolut epischen Item-Detektor, aber hatte eben auch nicht mehr die Poke-Edge-Funktion, die man davor hatte. Das sind alles Sachen, die für mich eine relative Enttäuschung waren. Dazu die Grafik, die mochte ich am Anfang nicht so, auch wenn sie eigentlich ziemlich gut aussieht, aber ich mochte diese sehr bunte Grafik, die vor allem in Platin, Hot Gold und Soul Silver seine Perfektion gefunden hat. Und da fand ich, dass diese Spiele vielleicht dazu etwas trist aussahen. Mittlerweile aber, wenn ich diese Spiele mir anschaue und mit anderen Zwillingseditionen vergleiche, die zum Anfang einer Generation erschienen, sind es so ziemlich die besten. Oder ich weiß nicht, ob sie die besten sind, aber sie sind ziemlich weit oben. Weil sie schon verhältnismäßig viel Content innehaben. Sie haben natürlich eine normale Hauptgeschichte. Ja, diese Hauptgeschichte ist jetzt nicht übertrieben lang. Ich glaube, auch in Einal haben wir am Ende des Tages nur 10 Routen gehabt. Ja, doch 10 Routen ungefähr, wenn man die Postgame-Routen abzieht zumindest. Sie haben sich dennoch länger gezogen als in Schwert und Schild, weil man deutlich mehr Content hatte. Und man hatte danach eben sehr gute Routen, die man im Postgame machen konnte, sowie eben eine Story danach. Und ich würde sagen, dass da so ein bisschen der Unterschied reinkommt. Man hatte wirklich viel im Postgame zu tun. Na klar, das hatte man auch in Diamond und Pearl, über die Spiele werde ich dann später reden. Aber hier hatte man da zusätzlich noch eine Handlung, die man verfolgen konnte. Das hat das Ganze deutlich fokussierter gemacht und die Gegenden waren halt auch wirklich stark. Aber
Natürlich gibt es immer noch Schwächen, die das Spiel hat, und das größte Problem ist für mich immer noch, wie die Handlung sich aufbaut. Man hat eben diese, wie gesagt, epischen Dialoge, die hochphilosophische Fragen aufwerfen, die dann aber relativ schnell wieder aufgegeben werden, wenn am Ende rauskommt, dass ja die ganzen Dialoge und Fragestellungen Zeitverschwendung war, weil jetzt ist es eh böse. Und dadurch hat man im Nachhinein das Gefühl, es lohnt sich nicht wirklich, dass man ständig aufgehalten wird und in Dialoge gedrängt wird. Auf der anderen Seite zieht es sich nicht so endlos lang wie bei Generation 7 zum Beispiel, weil die Dialoge wenigstens schnell vorübergehen und schnell übersprungen werden können, ohne dass Charaktere ewig gestikulieren und irgendwelche Animationen abspielen müssen. Das funktioniert daher besser. Die Grafik mag ich auch deutlich mehr als früher. Die Musik mag ich auch deutlich mehr als früher. Ich kann der Handlung auch mehr abgewinnen. Obwohl ich, wie gesagt, immer noch die Kritik sehe, aber ich finde, dass Belle und Sharon hervorragende Rivalen sind, die sich hervorragend ergänzen und ganz andere Muster erzählen. Während ich finde, dass die ganze Team Plasma-Geschichte in Schwarz und Weiß 2 durch Matisse besser wurde, muss ich sagen, dass Belle und Sharon eben als zwei Rivalen, die beide relativ vielseitig sind, was ihre Charaktere angeht und ganz andere Rollen am Ende erfüllen, wahrscheinlich die besten Rivalen sind, die wir in der Geschichte haben, zumindest als Zwillingspaar in dem Sinne. Außerdem haben wir eine Region, die relativ kreativ ist. Die Städte sehen alle anders aus, haben alle einen eigenen Flair und das ist großartig, die Arenaleiter fühlen sich zum ersten Mal wie richtige Personen an. Und ich glaube, es gab kein Spiel danach, außer vielleicht Generation 7, was das so gut gemacht hat. Ja, man hat wirklich das Gefühl, die haben selbst Ziele in ihrem Leben. Ja, sie möchten tatsächlich auch für die Sicherheit in der Region sorgen und überlassen das nicht nur einem kleinen Kind. Außerdem sah man ja selbst auch älter aus. Es war auch mal wieder schön zu sehen, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und deswegen würde ich sagen, mittlerweile ist es gut. Für mich überwiegen mittlerweile die positiven Aspekte des Spiels, auch wenn ich immer noch einige Fehler sehe, aber ich würde sagen, es hat sich bei mir in den letzten Jahren ein bisschen verbessert. Gut, dann reden wir über Rot und Blau. Das ist echt knifflig. Weil wir natürlich, wenn wir darauf zurückblicken, hatten wir hier den Startschuss von allem. Gleichzeitig ist es schwer zu ignorieren, wie fehleranfällig diese Spiele sind. Aber sie machen dennoch verdammt viel Spaß. Was machen wir mit Rot und Blau? Das ist legit mega schwierig. Ich tue sie auf okay. Ja, doch, okay. Pokémon Rot und Blau war der Startschuss der Reihe. Und wisst ihr was, ich tue Gelb auch dazu, weil Gelb hat so wenig Unterschiede. Das macht am Ende des Tages wirklich keinen Unterschied. Ich finde sogar Gelb ein bisschen schlechter. Auch wenn man die drei Starter kriegt, was cool ist und die Sprites besser aussehen. Aber ich persönlich bin kein Fan davon, dass man dort gezwungen wird, Pikachu als Starter zu nehmen. Ich weiß, es ist eine Anspielung an den Anime, deswegen ist es klar. Aber ich habe einfach gerne Optionen. Und ich finde, Pokémon ist deswegen stark, weil es diese Optionen hat. Aber nicht um so viel, dass es einen Unterschied machen würde. Ja, Pokémon Rot, Blau und Gelb. Wirklich gute Startpunkte. Ja, sie haben das Fundament für die Serie gelegt, auf das es sich später aufgebaut hat. Allerdings gibt es durchaus einige Sachen, die das Ganze deutlich nach unten ziehen. Und das sind viele nervige Elemente, die so am Ende des Tages nicht hätten sein müssen. Ich rede davon, dass man permanent Probleme hat, seine Items zu managen. Ich rede davon, dass man permanent Probleme hat, seine Boxen zu managen, weil aus irgendeinem Grund, sobald man 20 Pokémon auf einer Box hat, nicht einfach die nächste Box anvisiert wird, sondern man da manuell wechseln muss, ansonsten steht da, yo, Bruder, geht nicht. Und selbst wenn es das irgendwie, wenn es irgendwie nicht anders möglich war, weil es Speicherplatzprobleme gibt, was ist denn so schlimm, dass das Spiel eine kurze Mitteilung macht, hey, deine Box ist voll, wechsel mal. Wäre doch kein großes Ding gewesen, also sowas müsste man doch einfach programmieren können. Dann Bugs, die es wirklich erschwert haben, das Spiel zu lernen. Also ihr müsst euch vorstellen, damals konnte man nicht wirklich sehen, wie die Wechselwirkungen zueinander waren. Man konnte es nur von dem erahnen, was die Trainer gesagt haben. Man konnte auch nicht wirklich sehen, wie stark die Attacken sind. Aber dann hatte man Glitche bei den sehr effektiven Attacken und nicht sehr effektiven Attacken Einblendungen. Nämlich, nehmen wir mal, ich suche gerade ein Beispiel. Okay,
Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber es ist ja zum Beispiel so, dass manchmal Wechselwirkungen sich gegenseitig ausschließen. Also nehmen wir an, ich greife ein Garados mit Donnerblitz an, dann habe ich Wasser mal 2 und Flug mal 2, dann mache ich 4 mal Schaden. Ja, soweit ist es ja verständlich. Dann kam es allerdings manchmal vor, dass man eine andere Kombination hatte. Ich weiß, damals gab es keinen Stahltyp, aber einfach als Beispiel nehmen wir Panzer Aeron, ja, Stahl, Flug. Hätte ich das jetzt mit Donnerblitz angegriffen, wäre da eventuell nicht sehr effektiv gestanden, obwohl die Attacke neutral ist. Warum neutral? Nur weil es nicht sehr effektiv auf Stahl ist, aber sehr effektiv auf Flug. Versteht ihr? Ich habe gerade echt Probleme, ein Beispiel zu finden. Tut mir leid, dass ich das so schlecht erkläre. Aber es gab auf jeden Fall ein Problem, das nicht richtig angezeigt wurde, was sehr effektiv ist und was nicht. Und dadurch war es eben tatsächlich sehr schwierig, das Spiel zu lernen. Und so kommt einiges zusammen, was das Spielgefühl wirklich schwierig macht. Oder Sachen wie der 99.6 Glitch, wo Attacken, die eigentlich 100% Treffgenauigkeit haben sollten, verfehlt haben. Oder ein sehr unzureichend erklärtes EV- oder DV-System. Das sind alle Sachen, da hätte man durchaus schauen können, dass die im ersten Spiel klar sind. Und einige Sachen, die dann später in Gold und Silber dazu kamen, ja, die hätte man hier schon einführen können. Oder dass man, wenn man Pokémon 4Ms gibt, sie diese Attacken nie wieder vergessen lassen können. Ja, es ist schön, dass Gold und Silber diese Sachen verbessert haben, aber insgesamt hat man hier doch eine große Anzahl an Punkten, die das Spiel ein bisschen nach unten ziehen. Aber insgesamt macht es wirklich Spaß. Und das Schöne ist, es ist eine konsistente Reise. Also man kann jetzt kritisieren, dass die Spiele mittlerweile zu kurz geworden sind. Und da würde ich zustimmen. Ja, darüber reden wir dann, wenn wir bei Pokémon Schwert und Schild sind. Aber man könnte auch sagen, manchmal sind sie ein bisschen zu komplex. Wenn es dann zu viel zu tun gibt, dann kann so ein bisschen die kompakte Spielerfahrung drunter leiden. Das Schöne bei Rot, Blau und Gelb war, man konnte die Spiele relativ einfach durchspielen und hatte dann am Ende wirklich das Gefühl, ich habe alles in diesem Spiel erkundet, was geht. Ich bevorzuge zwar die Spiele mit deutlich mehr Content, wie im Schwarzwein, Weißwein, die mich deutlich länger unterhalten, aber dafür wird dafür gesorgt, dass ich Rot, Blau und Gelb relativ häufig widerspielen kann. Der Wiederspielwert ist ziemlich groß, weil es eben eine kompakte Spielerfahrung ist. Das ist etwas, was ich bei den Spielen ziemlich schätze. Und dann hat man eben, ja, einfach eine sehr gute Formel, ja, Reise von Stadt zu Stadt, fordere 8 Arenen heraus, bekämpfe nebenbei ein böses Team. Das macht einfach inhärent Spaß, deswegen haben wir diese Formel auch noch bis heute. Sie motiviert einen dazu, dass man tatsächlich auf diese Reise geht, dass man tatsächlich alle Pokémon sammelt und dann, und das ist einer der positivsten Aspekte des Spiels, einer der wenigen Spiele, die Linkkabelfunktion vom Gameboy genutzt haben, um tatsächlich dieses Wir sammeln gemeinsam zu befeuern. Ja, da hatte man auch versionsexklusive Pokémon, da konnte man sie mit seinen Freunden austauschen. Das alles ist im Zeitalter vom Internet obsolet geworden. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, über längere Distanzen miteinander tauschen zu können. Deswegen muss man sich fragen, ob man Zwillingsedition heute noch braucht. Aber damals, in einer Zeit, wo man eben sich vor allem sozial oder wo man vor allem Pokémon in sozialen Kontakten begegnet ist, wo man miteinander gesprochen hat, war diese Möglichkeit, gegenseitig zu erfahren, hey, ich habe dieses Pokémon, aber mir fehlt das, hey, das habe ich, aber mir fehlt das andere. Das war eine unheimlich coole Erfahrung, muss ich einfach sagen. Und auch, dass man eben die Multiplayer-Funktion ausgenutzt hat, was beim Gameboy-Spiel selten passiert ist. Daher ist es immer noch okay, auch wenn es einiges gibt, was es nach unten zieht, aber definitiv ein großer Meilenstein in der Gameboy-Videospielgeschichte. Auch wenn, ja, es besser hätte sein können. Und apropos besser, reden wir über Generation 2, Gold, Silber, Kristall und auch hier gibt es zu wenig Unterschiede, dass ich da, ja, was groß anders machen würde. Also Kristall ist natürlich ein bisschen besser, anders als bei Pokémon Gelb, wo ich sage, ist ein bisschen schlechter. Ja, zumindest kann man Suicune auf der Overworld fangen und muss sie nicht jagen, was immer relativ ätzend ist, wenn man das am Ende des Tages
machen muss. Ich habe neulich Pokémon Silber neu durchgespielt und ja, es hat schon ziemlich gedauert. Vor allem, wenn man eben nur die Möglichkeit damals hatte, in seinem Pokédex nach dem Gebiet zu schauen. Ich muss aber sagen, darauf bin ich selbst gekommen. Darauf bin ich immer noch stolz, dass ich die Gedankenleistung hatte, mir zu denken, hey, vielleicht könnte ich jetzt mal im Gebiet nachschauen. Ich habe es ja schon gefunden. Ja, damals habe ich mich sehr cool gefühlt. Und ich dachte irgendwie, ich hätte das Spiel ausgetrickst. Aber das war die Methode, die sie sehen wollten. Aber ja, man hatte eine etwas bessere Geschichte mit Yuzi, ein paar bessere grafische Texturen, ein paar mehr Trainer in Kanto und die Inkognito-Rätsel, die besser waren. Das alles sind wirklich schöne Quality-of-Life-Verbesserungen, die es vielleicht ein Plus oder ein Minus mehr geben, aber letztendlich keinen großen Unterschied machen. Ich tue es zu großartig. Und ich werde gleich was zu sagen, Leute, keine Sorge. Ich muss hier nämlich was zugeben. Und da bin ich ehrlich zu euch, Leute. Das hat ganz viel mit Nostalgie zu tun. Also, ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass diese Spiele die besten sind, die jemals herausgekommen sind. Sie haben viele Probleme aus der ersten Generation verbessert. Ja, aber das sind Sachen, die in vielen Fällen gar nicht hätten da sein sollen. Sie haben aber Probleme. Das sage ich ganz ehrlich, ja. Das Postgame ist groß, aber leer. Und es ist schön, dass man die zweite Region hat, aber für den Preis, den man hatte, ich weiß, es ging darum, dass man nicht alles auf den Gameboy bekommen hat. Und ich respektiere immer noch, dass sie es probiert haben, aber wenn sich die Welt so leer anfühlt, war das kein guter Kompromiss, an dem man vielleicht irgendwas anderes machen soll am Ende des Tages, auch wenn ich weiß, dass es wirklich vielen Leuten gefällt. Aber ja, man hatte auch keine Handlung gegen Ende, das sind Sachen, die ich absolut nachvollziehen kann. Man hatte auch nicht unbedingt einen guten Pokédex, sage ich mal, weil man relativ viele Kanto-Pokémon immer noch vor Johto-Pokémon bekommen hat. Ja, man konnte kein Traunfugil fangen, man konnte kein Hunduster fangen. Also, es gab gleich einige Johto-Pokémon, die eigentlich in Johto hätten sein sollen, aber dann erst in Kanto fangbar waren. Es hat den Teamaufbau ein bisschen schwieriger gemacht und hat sich dann letztendlich doch wieder auf Kanto-Pokémon verlassen. Also, ich weiß, das Spiel hat Fehler, aber ich liebe die Atmosphäre dieses Spiels. Ich liebe den Tag-Nacht-Effekt. Ja, wo der Gameboy-Schirm dunkel wird und dann die einzelnen Häuser einfach im Licht gedimmt sind. Das ist so eine geile Atmosphäre. Ich liebe Nacht bei diesem Spiel. Ich liebe den Soundtrack. Das ist mein absoluter Lieblings-Soundtrack von Pokémon. Jede Route, die ich betrete, hat diesen sehr ikonischen Soundtrack, den Masuda damals noch gemacht hat. Und es klingt einfach episch. Mir fällt eigentlich kein einziger Track ein, außer vielleicht die Drachenhöhle, der mir nicht auf jedem Schritt unheimlich viel Spaß macht. Ich mag das Setting der Region allgemein, ja, das ist ja mehr nach dem traditionellen Japan gebaut, während Kanto mehr nach dem Industriejapan gebaut wurde, Tokio, Kanto, Kyoto mehr nach der Region Kyoto gebaut, damit dem traditionelleren Japan. Ja, Orte wie Teak City, die diese riesige Mythologie haben mit den abgebrannten Türmen oder der Klofensa-Turm, der so ein bisschen einen buddhistischen Tempel einfangen soll oder der Phlegmon-Brunnen, wo es ebenfalls eine Legende zu gibt von gehenden Phlegmon, die Regen verursacht haben oder der Steineichenwald, wo ein Schrein für Celebi steht, weil in der Shinto-Kultur Schreine wichtig sind. Ja, die neuen Mechaniken später, die dann auch die Zuchtmechaniken, die dazu kamen. Ja, Dukatia City, unsere erste richtige Großstadt, die man tatsächlich erkunden konnte. Safronia City war ja kaum erkundbar, daher zähle ich das nicht wirklich. Okay, Prismania City könnte man vielleicht noch dazu zählen, aber Dukatia City hat sich dann deutlich größer angefühlt von der ganzen Atmosphäre her. Ja, die Hafenstadt Oliviana City, dann diese Insel, die wir anschwimmen. Also ich könnte ewig lang vor dem Spiel schwärmen. Ich liebe es, aber ich weiß, dass es Fehler hat. Das Ding ist, die Fehler stören mich nicht, weil ich jede einzelne Sekunde mit diesem Spiel genieße. Und da ich nicht der Meinung bin, dass man überhaupt in der Lage dazu ist, Videospiele objektiv zu bewerten, ja, ich kann nur sagen, was mir persönlich gefällt. Und für mich persönlich sind die Spiele großartig, daher tue ich sie auf großartig. Weil, wie gesagt, für mich ergibt es keinen Sinn, dass ich da irgendwie trenne und sage, ja, also an sich liebe ich das ja schon absolut und für mich sind sie absolut großartig, aber da ich einsehe, dass es da Probleme gibt, tue ich das runter, weil mich diese Probleme einfach in keinster Art und Weise stören. Okay. Diamond und Pearl tue ich auf okay. So.
Und da wir direkt dabei sind, Platin kommt wiederum auf großartig. Das ist jetzt ein großer Unterschied. Daher will ich das ein bisschen erklären. Diamond und Pearl war eine relativ gute Zwillingsedition. Ähnlich wie Schwarz und Weiß hat sie nicht zunächst relativ viele Funktionen gestrichen oder sich leer angefühlt. Ja, man hatte ein gutes Postgame, nicht ganz so gut wie das in Schwarz und Weiß, aber es war auf jeden Fall vorhanden. Das war eben diese Postgame-Insel, die man betreten konnte. Man hatte eine sehr schöne und große Region. Ja, ich bin ein großer Fan der Region, die man hatte. Man hatte von Anfang an Sachen, die in Rubin Saphir noch gestrichen wurden, wo ich mir nicht sicher war, ob man daraus einen Trend macht, wie zum Beispiel bewegende Pokémon-Animationen. Moment. Sorry, ich wurde gerade mit einem Pop-Up gelangweilt. Ja, also auf jeden Fall bewegende Pokémon-Animationen, Tag-Nacht-Zyklen, all diese Sachen, die teilweise verschwunden waren, jetzt wieder kamen. Weil ich eben, wie gesagt, wirklich die Sorge hatte, das macht man jetzt wie bei den Move-Tutoren und wechselt immer wieder hin und her. Aber hier war das nicht der Fall. Dennoch, ja, Diamond und Pearl war zum einen grafisch noch nicht so schön. Man hat gemerkt, man hat es noch nicht so geschafft, die Region in Szene zu setzen. Sie hat in vielerlei Hinsicht mehr wie hochskalierte Generation 3 Spiele gewirkt. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber den Flair der Region nicht wirklich eingefangen hat. Man hatte auch ziemlich viele Sinnoh-Pokémon nicht im eigentlichen Pokédex, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja, die hat man dann erst später im nationalen Dex bekommen. Das alles hat Platin dann deutlich besser gemacht. Man hatte natürlich auch wieder versionsexklusive Legendäre, die man fangen konnte. Das war jetzt kein Problem. Die waren dann in Platin beide fangbar und eben auch Giratina in der Zerrwelt, was von der Hintergrundhandlung deutlich cooler war, weil man eben letztendlich ein exklusives Gebiet hatte. Anders als zum Beispiel bei Smaragd, wo man natürlich auch so Rayquaza fangen konnte. Und auch eben Giratina, Diamond und Pearl, aber da hatte man eben diese zusätzliche Geschichte, die dahinter war. Was aber alle drei stark gemacht haben, war beispielsweise, dass man die Abwärtskompatibilität zum Game Boy Advance hatte, wo man irgendwas, oder wo man irgendeines der Generation 3 Spiele in den Game Boy Advance Slot getan hat und dann andere Pokémon fangen konnte. Das war fantastisch, dass man so weit gedacht hat. Dann natürlich, dass man ein Kampfareal irgendeiner Form hatte. Diamond und Pearl hatte halt nur einen Duellturm, das war dann ein bisschen schwächer, während Platin eine Kampfzone hatte. Jetzt kann man darüber streiten, ich fand die Kampfzone persönlich schwächer als die in Pokémon Smart, aber sie war dennoch sehr, sehr spaßig und auf jeden Fall tausendmal spaßiger als ein einfacher Duellturm, den man ja auch optional noch machen konnte. Und daher sehe ich hier schon einen großen Unterschied zwischen beiden Editionen. Platin hat auch in einigen Punkten einer der größten Kritikpunkte beseitigt, nicht in allen, muss ich sagen, nämlich, dass die Engine sehr langsam war und es einige unnötige Bereiche gab, die einen verlangsamt haben, zum Beispiel, dass man im Schnee sehr langsam war oder dass man im Schlamm stecken geblieben ist. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich einen Grund. Also außer für Realismus, aber wenn Realismus dem Spielspaß im Weg steht, ist das ein Problem. Und die Surfgeschwindigkeit, die grauenhaft war. Aber Platin hat das ein bisschen negiert, indem man beispielsweise mit dem Fahrrad auch durch Zollhäuser fahren konnte oder in der Lage war, mit Surfer deutlich schneller zu fahren. Es war immer noch nicht perfekt, aber es war eine deutlich angenehmere Spielerfahrung. Auch eine deutlich bessere Pokédex. Gleichzeitig eine deutlich bessere Schwierigkeit. Diamond und Pearl hat sich manchmal ein bisschen lahm angefühlt von der Schwierigkeit. Es war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Platin hingegen hat die allermeisten Trainer deutlich stärker gemacht und verbessert. Man hatte auch ein besseres Pacing, weil man eben gleich gegen Lamina kämpfen konnte und nicht aus irgendeinem Grund nicht gegen sie gekämpft hat. In den anderen Spielen hat es, wo das immer wieder vorkam, hat es durchaus Sinn ergeben. In dem Fall eher weniger. Und ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich überlege gerade. In jedem Fall ist es meine Lieblingsregion, die Sinnoh-Region. Und zwar egal, ob ich in Diamond und Pearl bin oder ob ich in Platin bin. Aber ich fand durchaus, dass Platin das Ganze besser in Szene gesetzt hat. Ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingseditionen, war auch lange Zeit auf Platz 1, ehe es von Schwarz 2 und Weiß 2 verstoßen wurde. Aber für mich ist doch ein relativ großer Unterschied zwischen Diamond und Pearl. Und zwar, weil, würde ich sagen, Platin die Probleme einfach viel punktueller angegangen ist. Ja, man hatte natürlich eine Bandbreite von Schwächen und wenn man jetzt Diamond und Pearl neben Platin
hinstellt und sich mal die genauen Unterschiede anschaut, wird man wahrscheinlich feststellen, okay, so viele gibt es am Ende des Tages gar nicht, aber die, die da sind, haben die Sachen, die mich in Diamond und Pearl gestört haben und es nur auf ein Okay gebracht haben, so punktuell verbessert, dass ich sage, okay, das ist für mich jetzt wirklich ein großartiges Spiel. Und wo wir jetzt gerade von Generation 3 reden, bisschen anders. Hier haben wir Smaragd auf großartig, aber Rubin und Saphir auf gut. So. Obwohl, und das möchte ich direkt an der Stelle sagen, natürlich als Zwillingsedition es einige Punkte gibt, wo Rubin und Saphir schwächer waren als Diamond und Pearl. Das ist eben, dass einige Sachen, die in Pokémon Kristall schon da waren, wieder rückgängig gemacht wurden. Zum Beispiel eben animierte Pokémon-Sprites, ein Tag-Nacht-System, was gefehlt hat. Das sind alles Punkte, die ich jetzt nicht so prickelnd fand, auch dass es überhaupt kein Postgame gab. Das war eigentlich mein größtes Problem, vor allem wenn man eben direkt aus Gold, Silber und Kristall kam. Aber die Spieler haben das ausgeglichen, nämlich dadurch, dass sie eine riesige Main-Story hatten, viel größer als Kanto oder Johto, fast so groß wie Kanto und Johto zusammen. Dadurch habe ich auch nicht wirklich ein großes Postgame gebraucht. Ja, ich konnte mich ein bisschen im Duellturm beschäftigen, das war dann in Ordnung. Natürlich nicht zu vergleichen mit der riesigen Kampfzone, die das Ganze um Lichtjahre besser gemacht hat. Aber ja, die Region war einfach für die Zeit wunderschön. Ich weiß, einige sagen, dass mit Rubin und Saphir Game Freak schon angefangen hat, die Konsolenleistung nicht mehr maximal auszureizen, dass es Game Boy Advance-Spiele gibt, die schön aussehen, und das mag sein. Aber ich fand, dass die Gesamtkomposition einfach fantastisch war. Ja, diese Pfützen, die man beispielsweise hatte, wo man dann seine eigene Spiegelung gesehen hatte, den Regeneffekt, der dazu kam, die Unterwassermissionen, oder ja, die, beziehungsweise die Möglichkeit, überhaupt unter Wasser zu tauchen, überhaupt die Möglichkeit, das Meer erkunden zu können. Ja, man hatte davor zwar schon Unterwasserrouten, aber das Meer war nie so groß, wie es davor war, aber man hat den Urlaubstheme in einer fantastischen Art und Weise umgesetzt und hat dabei ein wirklich, wirklich schönes Spielerlebnis komponiert. Ich mag den Soundtrack zwar nicht so sehr wie in Generation 2, aber auch der ist atmosphärisch enorm passend zu dem, was man bei, oder zu dem ganzen Urlaubstheme, das Rubin und Saphir hatte. Und einfach weil die Haupthandlung so stark und so kompakt war, tue ich es dennoch auf gut. So, aber was fehlt, ist natürlich immer noch ein gutes Postgame. Und das hatte eben tatsächlich Pokémon Smaragd beschert. Ja, man kann nicht wirklich viel auf der eigentlichen Overworld erkunden, das ja. Aber die Kampfzone ist eine dermaßen coole Neuerung, dass sie einen auf lange Sicht beschäftigt. Ja, in Rubin Saphir hat man auch die Wettbewerbe, die sind aber in Pokémon Smaragd immer noch da. Und die Kampfzone ist so vielseitig, man kann so viel darin machen, dass es eines dieser Spiele ist, in der man sich wirklich verlieren kann und in die man richtig, richtig viel Zeit reinpuppen kann. Außerdem hat man die Region punktuell verschönert, zum Beispiel die Wettbewerbsgebäude sehen deutlich schöner aus, als sie davor aussahen. Die Protagonisten sehen, finde ich, auch ein bisschen schöner aus. Ja, das Grün steht ihnen leicht besser, würde ich sagen. Dass man in dem Spiel jetzt beide Legendäre fangen kann, also Guardon und Kyogre und den Rubin Saphir, nur das jeweils andere, oder nur jeweils eins davon stoppe ich jetzt nicht unbedingt, weil es hängt halt ein bisschen mit der Handlung zusammen. Aber wir hatten auch die erste richtige Pokémon-Cutscene, wo eben Rayquaza vom Himmel gestiegen ist und Guardon und Kyogre gesagt haben, dass sie das Maul halten und schlafen gehen sollen. Ja, von daher Pokémon Smaragd für mich großartig, weil es die Schwächen, die Rubin und Saphir hatte, zumindest teilweise ausgeglichen und verbessert hat. Ich würde dennoch sagen, wenn ich jetzt Rubin und Saphir mit Omega Rubin Alpha Saphir vergleiche, dass sie relativ ähnlich sind, weil auch hier wir wieder ein Geben und Nehmen haben. Ja, es gibt einige Punkte, die in Omega Rubin Alpha Saphir besser sind, einige, die in Rubin und Saphir besser sind. Für die Zeit würde ich sagen, dass vielleicht Rubin und Saphir besser waren. Aber das ist jetzt schwer zu quantifizieren. Man hat auch dieses ganz neue System, wo man wirklich viel Arbeit reingesteckt hat. Ja, das ganze Wesenssystem, was neu dazu kam. Die Fähigkeiten, die neu dazu kamen. Das neue DV- und EV-System, was dafür gesorgt hat, dass die Pokémon deutlich individueller wurden, als sie davor waren. Im CP nicht wirklich, weil man ein festes Set hat. Aber insgesamt konnte man so verhindern, dass Pokémon immer die gleichen Werte haben. Und das sind einfach viele Punkte, die dafür sorgen, dass ich das Spiel wirklich hoch einschätze. Okay, Feuerrot und Blattgrün. Diese Spiele sind
Damit tue ich mich halt legit schwer. Wisst ihr was, überspringen wir das mal kurz. Ich schaue mir das gleich an. Reden wir jetzt über Hot Gold und Soul Silver. Die sind für mich ebenfalls bei großartig. Und auch hier haben wir eine Art Geben und Nehmen. Ja, das sieht jetzt ein bisschen länger aus, als es ist. Ihr müsst euch jetzt Schwarz, Weiß, Weiß als ein Spiel vorstellen. Gold, Silber und Kristall als ein Spiel. Platin, Smaragd. Oder Platin als ein Spiel, Smaragd als ein Spiel. Hot Gold und Soul Silver als ein Spiel. Hot Gold und Soul Silver ist eindeutig besser im Vergleich zu Gold und Silber. Man hat so viele neue Sachen hinzugefügt. Ja, das... oh Gott. Der Pokédlon, genau. Was für mich die liebste Nebenbeschäftigung war, jetzt neben Wettbewerben und Musicals etc., weil man da eben in der Lage war, tatsächlich aktiv daran teilhaben zu können und dass man auf irgendwelche versteckten Werte oder so achten musste, die waren auch wichtig, aber man konnte eben auch mit seinen Fertigkeiten versuchen, in diesen Wettbewerben zu punkten. Man konnte unterschiedliche Rekorde aufstellen, man konnte Punkte sammeln, um sich seltene Items kaufen zu können. Das hat alles hervorragend funktioniert. Man hat allgemein die starken Punkte aus Platinen mehr oder weniger 1 zu 1 übertragen. Auch dabei war die Kampfzone wieder dabei, da wo eben der Duellturm war. Den hat man nicht etwa gestrichen. Man hat Teak City und Anemonia City etwas individueller gemacht, um auf die jeweiligen Cover-Pokémon anzuspielen. Kanto wurde so viel verbessert. Kanto ist immer noch nicht perfekt. Ja, ich hätte mir immer noch eine größere Story gewünscht, immer noch ein paar mehr Gebiete. Aber von dem, was wir hatten, und vielleicht auch ein paar bessere Level, war Kanto eine Offenbarung im Vergleich zu Gold, Silber. Aber es schafft nicht die gleiche nostalgische... Es schafft es nicht, das gleiche nostalgische Gefühl bei mir zu wecken. Obwohl es so viel gibt, was daran gut ist. Auch die Rückkämpfe. Ja, ich mag zwar den Kampfhahn ein bisschen mehr, aber die Art und Weise, wie man die Arenaleiter-Rückkämpfe bekommen kann, indem man die Nummern der unterschiedlichen Arenaleiter bekommt und sie dann alle ins Dojo ruft, war hervorragend. Der Silberberg war ein deutlich besserer Dungeon und der Kampf gegen Roth, einer der größten Herausforderungen, die wir jemals bei einem Pokémon-Spiel hatten. Es war einer der Spiele, die mir am längsten Spaß gemacht haben. Ich habe damals riesig mich auf dieses Spiel gefreut, habe Tage und Wochen lang gewartet und da war es irgendwann endlich da und ja, es hat riesigen Spaß gemacht. Das Schöne war eben wirklich, dass man all die Stärken, die man in Platin hatte, auch 1 zu 1 übertragen hatte und wirklich keine Kompromisse gemacht hat. Ja, was ein Kristall war, war auch in Hot Gold und Soul Silver. Das, was exklusiv da war, wurde in die Handlung eingebaut und ja, in vielerlei Hinsicht weiß ich nicht, was ich noch sagen soll. Ich glaube, das ist jetzt keine allzu kontroverse Meinung, dass dieses Spiel zu den besten gehört, die wir jemals hatten. Weil wir auch hier einfach alles hatte, was man sich so vorstellen konnte. Man hatte sogar den Freundespark. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der wiederkommt, weil man den DSI promoten wollte. Zumindest so dachte ich damals, aber nee. Die Safari-Zone wurde ersetzt. Die Safari-Zone ist nun Johto und ist die beste, die wir je hatten. Weil man tatsächlich aktiv daran teilnehmen kann und das Ganze individuell gestalten kann und Items platzieren kann, damit die Pokémon angelockt werden. Und dafür hat man dann den Freundespark in der Safari-Zone. Kanto hat in keinem Fall leer gewirkt mittlerweile. Man hatte sogar relativ viele Routen, die mehr Trainer hatten, als man im ursprünglichen Kanto-Spiel hatte. Die mehr Inhalt hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ja. Okay. Gut, dann reden wir jetzt über die Kanto-Remakes. Das ist absolut knifflig. Ich tue alle bei okay hin. Ja? Alle Kanto-Spiele sind nun im Okay-Tier. Das liegt nicht daran, dass ich Kanto hasse. Das liegt daran, dass keines dieser Spiele versucht, mehr zu sein als es sein könnte, ja. Oder versucht das zu sein, was es sein könnte, sagen wir so. Feuerrot und Blattgrün hat einiges richtig gemacht. Kanto ist deutlich schöner. Ja, es ist eine der besten Grafiken, die wir damals in Pokémon hatten. Vielleicht sogar ein bisschen besser als in Rubin und Saphir. Es ist deutlich schöner in Szene gesetzt. Und es war auf jeden Fall... Es war auf jeden Fall ein schönes grafisches Update. Man hatte auch neuen Content, ja, die Savvy Islands haben mir wirklich gut gefallen, von dem, was man dort machen konnte. Das Problem war, das war viel zu limitiert in dem, was es sein wollte. Ja, man hat sich so auf diese 150 Pokémon, diese ursprünglichen, fokussiert, dass man zum Beispiel Entwicklungen verboten hat.
sofern man noch nicht in der Lage war, sie auszuführen, obwohl das vom ganzen Spiegel für der Generation 3 Spiele war, ja, und in dem konnte sich halt Golbat zu X-Bat entwickeln. Und in dem konnte sich halt Onix zu Stalos entwickeln. Und in dem waren halt Magnetilo und Magneton bereits Stahl-Pokémon. Das haben sie auch nicht geändert. Deswegen war dieses Festklammern an Nostalgie etwas, was den Spielen am Ende des Tages eher geschadet hat. Und auch, das verstehe ich nicht, der Soundtrack war die schlechteste Version, die wir hatten. Aus irgendeinem Grund hat man den ursprünglichen Gameboy-Soundtrack so schlecht auf dem Game Boy Advance remixed, dass ich legit Ohrenschmerzen davon bekommen habe teilweise oder Kopfweh von den Tunes, der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ich weiß nicht, was man da falsch gemacht hat, vor allem der Battle-Theme war richtig schlimm. Es gab ein paar, die noch okay waren, zum Beispiel Orania City oder die MSN, aber insgesamt war das ein, ja, war das in vielerlei Hinsicht ein Schritt nach unten. Und deswegen hat es nicht geschafft, aus dem Schatten seines Vorgängers zu treten. Bei Let's Go eigentlich das Gleiche. Bei Let's Go haben wir hingegen ganz andere Stärken und das ist das Merkwürdige. Ja, der Soundtrack ist, zumindest hört er sich orchestral an und ist der qualitativ beste, den wir je hatten. Ich meine, so eine Generation Soundtrack, 2 Soundtrack immer noch mehr, aber qualitativ war er absolut hervorragend. Er hat sich auch getraut, mal etwas Neues zu probieren, zum Beispiel, dass die Pokémon auf der Overworld auftauchen. Das habe ich damals extrem gelobt, weil man jetzt einen deutlich höheren Anreiz hat, sie zu suchen und zu fangen, vor allem eben Shiny-Pokémon. Aber auch einfach nur normale Pokémon auf der Route, weil man jetzt nicht tausende Random-Kämpfe auslösen muss, bis es endlich mal kommt, sondern es gezielt suchen kann und jagen kann, weil man auch die Möglichkeit hat, solche Sachen durch Jagdserien selbst zu beeinflussen, vor allem eben gute DV-Werte und eben ob eine höhere Shiny-Chance kommt. Und gleichzeitig, wenn man mehr gefangen hat, hatte man auch eine höhere Chance, die Pokémon tatsächlich zu fangen, weil mit jedem weiteren Fang sich die Fangwahrscheinlichkeit erhöht hat. Und so wurde Fang Fokus des Spiels. Das war ja auch so angedacht. Aber letztendlich hat das dafür gesorgt, dass Pokémon seine Stärken ganz neu entdeckt hat. Weil Fangen war immer ein wichtiger Aspekt, der aber nie so ausgeschöpft wurde wie in diesem Spiel. Wohingegen hier die ganzen Bonbons und alles und die EVs und die Shiny-Fähigkeiten, um das Fangen herum aufzubauen, eine hervorragende Idee waren. Aber dann hat man wieder das gleiche Thema. Wieder ist nichts dabei, was nicht im heiligen Kanto-Dex der ersten 150 Pokémon sind. Oh doch, die Alola-Form, komischerweise, von allen Pokémon, die davor dabei waren. Oh, und Mega-Entwicklungen? Okay, also die können alle dabei sein, aber mein Golbat kann sich immer noch nicht zu X-Bat entwickeln und mein Onix immer noch nicht zu Stalos. Warum? Mir fehlt da der innere, logische Zusammenhang. Auch waren die neuen Gebiete aus Feuerrot und Blattgrün nicht dabei, was dafür gesorgt hat, dass das Spiel extrem schnell vorbei war. Ja, es war zwar ein kompaktes Spielerlebnis, das ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht, aber Kanto ist ja doch eine wirklich kurze Region. Und wenn man heutzutage es spielt auf einem System wie der Nintendo Switch, hat man schon das Gefühl, okay, also so ganz bin ich jetzt nicht auf meine Kosten gekommen. Man hat zwar, wenn man tatsächlich versucht, sich viele Shinies zu fangen, und ich muss sagen, das ist das einzige Spiel bisher, wo ich geshiny-hunted habe, weil es eben wirklich Spaß gemacht hat, weil man sie auf der Overworld gesehen hat und eben nicht tausende Random-Encounter-Kämpfe ausführen musste. Das hat funktioniert. Aber ja, weil wenn es dann wiederum mit Feuerrot und Blattgrün vergleicht, ist das Postgame halt wirklich sehr enttäuschend, weil du halt bis auf Fangen und die Meistertrainer nichts hassen. Die Meistertrainer sind eine der sinnlosesten Sachen. Weil die Meistertrainer, du kannst ja nicht mal deine Pokémon hochtrainieren. Die haben ja einen Haufen Bonbons. Das bedeutet, was eigentlich von dir verlangt wird, ist, dass du, sagen wir mal, 300 Mal das gleiche Pokémon fängst, sie dann mit Bonbons vollfütterst und sie dann erledigst. Da kannst du sie auch auf Level, sagen wir mal, 10 erledigen. Ja, und da wird es dann einfach nur repetitiv und langweilig, weil du halt wirklich für jedes einzelne Pokémon was hast. Hättest du wenigstens von der Entwicklungslinie ein Pokémon, wäre es ja die eine Sache. Aber so ist es einer der schlechtesten Postgame-Aktivitäten, die wir jemals in Pokémon hatten. Außerdem
hatte man in Feuerrot und Blattgrün eine gute Steuerung. Ja, das hat wunderbar auf dem Game Boy Advance funktioniert. Und bei Let's Go wurde man aus irgendwelchen Gründen gezwungen, nicht den Pro-Controller zu verwenden. Obwohl es eine Steuerung gab, die ohne Motion-Steuerung funktioniert hat, nämlich am Handheld. Und obwohl man bei Super Mario Galaxy gesehen hat, dass der Gyro-Sensor problemlos in der Lage ist, Motion-Steuerung zu fast perfekt zu emulieren, hat man sich dagegen entschieden. Und ich musste dann mit für mich relativ unbequemen Controllern spielen, was mir persönlich als Spieler eine enorme Entscheidungsfreiheit genommen hat, die ich eigentlich bei jedem Nintendo-Spiel habe. Ja, sie sorgen dafür, dass so ziemlich jedes ihrer Spiele mit allen Systemen gespielt oder mit allen Controllern gespielt werden kann. Nur hier wurde ich dazu gezwungen, einen anderen zu verwenden. Und das sind einfach Sachen, die müssen absolut nicht sein. Und während man hier versucht hat, ja, in einigen Stellen ambitioniert war, war man in anderen absolut minimalistisch unterwegs. Wohingegen Feuerrot und Blattgrün durchaus, was das Postgame anging, ambitioniert war, aber was das eigentliche Kanto anging, ebenfalls absolut minimalistisch war, weil es sich nur als Grafik-Update verstanden hat. Da haben sogar die Spezialversionen, wie jetzt zum Beispiel Smaragd oder Kristall, mehr am eigentlichen Spiel geändert. Es hat sich halt wirklich einfach nur wie ein Reskin angefühlt. Und man hatte dann zusätzlich noch unnötige Restriktionen, weswegen ich dieses Urteil auch auf Feuerrot und Blattgrün zutreffen würde. In einigen Aspekten ambitioniert, in anderen absolut minimalistisch. Um da schon etwas zu sein, was Kanto verfolgt, wobei ich das über Rot, Blau und Gelb nicht sagen würde. Ja, sie waren sehr ambitioniert und ich würde nicht sagen, dass sie minimalistisch sind. Es hat einfach ein wenig der Feinschliff gefehlt, den man noch gebraucht hätte. Die Spiele waren aber lange in Entwicklung. Ich nehme an, deswegen hat man sich dazu entschieden. Nun ja, jetzt sind wir da. Ich könnte diese Reihe auch einfach in Kanto-Reihe umbenennen, wenn ich mir das so anschaue. Aber ja, okay. Sonne, Mond. Das könnte jetzt kontrovers werden, aber für mich sind Sonne, Mond auf gut. Warum sind für mich Pokémon Sonne und Mond auf gut? Ich sag es direkt. Diese Spiele haben einen miserablen Wiederspielwert. Was an vielen Fehlern liegt, die gemacht wurden. Der größte Fehler, dass man nicht in der Lage ist, die verdammten Dialogsequenzen zu überspringen. Und es sind ja nicht mal Cutscenes. Das ist ja das Problem. Bei Cutscenes passiert ja in der Regel wenigstens was. Es sind einfach nur Dialog, Handwedel, Dialog. Handwedel, Dialog, in andere Position gehen, Dialog, Grins. Also diese Animationen, die bei diesen Dialogen immer gekommen sind, haben nur dafür gesorgt, dass sich diese Dialoge endlos in die Länge gezogen haben. Und es ist ja nicht mehr so, als wären diese Animationen irgendwie spannend gewesen. Es waren halt einfach drei oder vier, die sich ständig wiederholt haben. Das war ein bisschen das Problem. Ja, wenn ich jetzt in Xenoblade Chronicles 2 enorm viele Filmsequenzen habe, dann passiert da wenigstens auch immer irgendwas Interessantes und Anspruchsvolles. Wohingegen bei den Pokémon-Dialogsequenzen einfach in der Regel nichts Spannendes passiert ist. Das war das Problem. Aber ich mochte einige Sachen, ja. Ich mochte das neue, den Ersatz vom Arena-System. Die Inselwanderschaft mochte ich. Ich bin zwar der Meinung, dass die Rätsel nicht so gut waren, wie sie hätten sein können, weil sie sich häufig nur wie Arena-Rätsel angefühlt haben. Das war ein bisschen mein Problem. Aber ich mochte die Herrscher-Pokémon deutlich mehr, als ich Arena-Leiter mag, weil sie tatsächlich eine Herausforderung waren, weil man tatsächlich einfach nicht einfach nur Power-Leveln konnte oder einfach nur ein Pokémon nach vorne tun konnte, was den richtigen Typ hat und dann alles wegwecken konnte, sondern man tatsächlich ein bisschen überlegen musste. Man musste ein bisschen auf ihr Partner-Pokémon achten, weil die sich häufig gut ergänzt haben. Man musste schauen, wie man mit den erhöhten Werten klarkommt und eine Taktik sich überlegen, wie man eben diese Pokémon zu Fallen bringt. Es hat sich wirklich wie ein Bosskampf angefühlt. Das werde ich an einer anderen Stelle nochmal näher erläutern, in einem eigenständigen Video. Auf jeden Fall, das fand ich hervorragend. Und die Handlung. Es war die für mich beste Handlung, die wir in Pokémon hatten, weil sie eine persönliche Handlung war. Ja, man hat die Handlung von Lily als Person erzählt, wie sie als Person gewachsen ist, wie sie in die Welt von Alola integriert wurde. Ja, das ist ja so ein bisschen die hawaiianische Idee, dass alle eine große Familie sind und wie sie es geschafft hat, innerhalb dieser Familie zu ihrem eigenen Selbstvertrauen zu finden, zu sich selbst zu finden. Und es war kein
unglaubliches Weltuntergangsszenario. Das ist mein größtes Problem. Ja, du startest in Pokémon, bist so ein 10 Jahre altes Kind und dann musst du irgendwie das Universum davor retten, ausgelöscht zu werden. Das sind so unrealistische Stakes und du kannst überhaupt keine persönliche Bindung dazu aufbauen, weil du dir überhaupt nicht... Du hast überhaupt keinen Bezug dazu, dass das ganze Universum ausgelöscht werden soll, weil sich die Handlung überhaupt nicht in die Richtung aufbaut. Wohingegen hier, weil man eben eine Verbindung zu den Charakteren aufbaut, man auch an ihrer Geschichte interessiert ist. Natürlich, es ist dann ein Problem, wenn, das sehe ich schon ein, wenn man die Charaktere nicht mag, okay. Aber dann ist es zumindest, würde ich mal sagen, eine genauso leere Handlung wie die anderen, die ja alle nicht wirklich gut sind, wenn wir mal ehrlich sind. Aber in dem Fall hat man wirklich Hand und Fuß, ja. Man hat eine schöne Geschichte erzählt und man hat auch wirklich starke Charaktere. Über Tali können wir uns jetzt streiten. Aber auch hier waren die Charaktere deutlich besser in die Handlung integriert. Kukui war wahrscheinlich der beste Professor, den wir je hatten, weil er ein richtiger Mentor war, der dann am Ende sogar der Champ war, nachdem er einen die ganze Zeit über gementort hat. Ja, die Inselkönige, die Captains haben erneut deutlich mehr in die Handlung hineingewirkt, waren nicht nur Schablonen. Ich werde aber auch sagen, dass es knapp war, weil ich finde, Alola ist keine gute Region. Ich finde, sie ist sehr enttäuschend für das, was sie sein sollte, nämlich eine Urlaubsregion, die viel Wert auf Wasser legen will, auf Strand, auf Vulkangegenden. Und häufig sieht man sehr wenig. Vieles schaut relativ monoton aus. Man sieht immer nur einen kurzen Abschnitt von einer jeweiligen Gegend. Und ja, ich mag auch die Grafik nicht so wirklich. Sage ich jetzt einfach mal. Auch wenn es deutlich besser aussieht an sich als X und Y, finde ich, wirkt die Welt dadurch wieder relativ fad. Weil man nicht mehr wirklich schöne Kameraschwenke hat, wie man sie bei X und Y noch hatte oder bei Omega Ruby und Alpha Saphir. Sondern immer auf der Stelle bleibt, weil man das Gefühl hat, zumindest kommt es mir so vor, oh mein Gott, wenn wir jetzt zu viel zeigen, dann laggt es sofort. Das müssen wir unbedingt verhindern. Weil das ist ja ein anderer Punkt. Dieses Spiel laggt. Und zwar in Doppelkämpfen, wo 6 Polygone auf dem Screen sind, die relativ simple Bewegungen hin und her machen. Und das ist das System, auf dem Super Smash Bros. Läuft. Also irgendwas lief da mächtig falsch bei der Programmierung. Aber nichtsdestotrotz. Und das sage ich mit all... obwohl mir absolut bewusst ist, dass es eine sehr, sehr schwierige Entscheidung ist, die ich hier treffe. Aber... das erste Durchspielen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es hat keinen guten Wiederspielwert. Und jetzt muss ich überlegen, bewerte ich es nach dem ersten Durchspielen oder nach mehreren? Und wenn ich einfach von meiner Erfahrung gehe, die ich beim ersten Durchspielen hatte, ist es für mich ein Gut. Und jetzt kommen wir eben zu Ultrasonne Ultramond. Was? Naja. Genau dieses Problem hat, ja. Ich tue es allerdings noch auf okay. Ich werde erläutern, warum. Das größte Problem ist, wie gesagt, Sonne und Mond hat einen miserablen Wiederspielwert. Was passiert also, wenn man Spezialeditionen macht, die zu 90% die gleiche Handlung haben? Ja, man spürt diesen miserablen Wiederspielwert. Und jetzt könnte man sagen, eigentlich ist es ja nicht fair, Ultrasonne, Ultramond anhand dessen zu bewerten, dass man Sonne und Mond schon gespielt hat. Weil wenn man die Spiele zum ersten Mal spielt, sind sie ja vielleicht besser. Ja, aber sie existieren nicht in einem Vakuum. Sie sind ja extra als Spezialedition zu Sonne und Mond gedacht. Es ist ja durchaus angedacht, dass man die alten Spiele schon gespielt hat. Und von daher fällt es in einigen Punkten hinten runter. Das andere ist die Handlung. Ich finde, die Handlungspunkte, die hinzugefügt wurden, neben der Tatsache, dass die größtenteils gleich sind, sind miserabel. Also man hat die schöne persönliche Geschichte von Lilly, die versucht, über sich hinauszuwachsen und sich ihrer Mutter endlich entgegenzustellen. Hat man durch langweiliges Weltuntergangsszenario 100.000
eingesetzt und Lilly macht am Ende der Story gar nichts, sondern man selbst macht dann natürlich wieder alles als kleines 10-jähriges, oder ich glaube man ist 11-jähriges Kind, kommt in diese ultra coole Stadt, wo man nur nach oben laufen kann. Man hat dann diesen krassen Kampf, der aber schon fast wieder zu übertrieben ist, weil da muss man ja fast eine Fokusball- und Toxin-Kombination einsetzen, um Ultra-Necros mal zu besiegen. Also, wie ihr wisst, ich habe die Herausforderungen der Kämpfe abgefeiert, aber das war dann schon ein bisschen lächerlich. Das war dann halt wirklich ein Stück weit übertrieben, aber ja. Dann hilft einem dieses Ultra-Dimensionsteam, was man davor die ganze Zeit getroffen hat und die einen mit noch mehr Dialogen zugeballert haben in einem eh schon viel zu dialoglastigen Spiel. Man hatte dann zusätzlich noch alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel Alola Fotoclub. Ja, die wenigen Sachen, die man hinzugefügt hat, die konnten nicht optional bleiben. Nein, man musste sie durch Dialoge aufzwingen, sodass man sie noch betreten musste, was dieses ganze Spiel noch aufgeblähter gemacht hat. Aber dann, wie gesagt, dieses Ultra-Dimensions-Team sagt, okay, wir haben mit Samantha zusammengearbeitet, ja? Und Samantha wollte ja Wölkchen. Also Cosmog, damit sie in die Ultradimensionen reisen kann. Und dann kommt das Dimensionsforschungsteam und sagt, hey, okay, wisst ihr was, wir müssen Samantha helfen. Hier haben wir einen Lunala oder einen Solgaleo, was in die Ultradimension reisen kann. Ich so, okay, warum hat Samantha nicht einfach das benutzt? Und hier kommt das große Problem. Ja, Game Freak scheint sich nicht wirklich Gedanken um die Handlung gemacht zu haben. Und das sage ich nicht gern, aber es wirkt so, wir haben am Anfang die gesagt, welche Handlung, da machen wir hier was anderes. Aber dann hat es überhaupt keinen organischen Sinn mehr ergeben zu dem, was davor war. Ja, Sonne, Mond war eine gut konstruierte Handlung, eine wirklich gute. Und die Sachen, die man unter Sonne, Ultra, Mond hinzugefügt hat, haben dafür gesorgt, dass das Ganze nicht mehr wirklich Sinn gemacht hat. Nicht mal Samanthas Charakter hat Sinn ergeben. Ja, in Sonne, Mond war sie einfach eine schreckliche Mutter, die der Meinung war, dass ihre Kinder nicht mehr schön sind und die sich nach den Ultrabestien gesehnt hat, was alles eine Art traumatische Reaktion darauf war, dass, wie man später erfahren hat, ihr Mann, der das Pokémon-Ressort geleitet hat, das war übrigens einer der wirklich coolen Sachen im Spiel des Pokémon-Ressorts, einen Gedächtnisverlust erlitten hat. Und in Ultrasonne, Ultramond ist sie genauso drauf, bis man dann erfährt, dass sie eigentlich ja versteckt die Welt retten möchte. Und eigentlich sich mega um ihre Kinder kümmert und die Welt vor ihnen, also die Welt für sie retten möchte. Okay. Also, ja. Aber, was das Spiel ein bisschen rettet, ist, dass es mal wieder ein gutes Postgame war. Ja, wir haben lange Zeit kein wirklich gutes Postgame mehr zu diesem Zeitpunkt gehabt, deswegen nehme ich das gerne, dass man mal ein bisschen länger beschäftigt ist. Ich finde zwar diesen Trend, den man seit Omega Rubin Alpha Saphir hatte, nicht wirklich gut und hier fand ich sogar noch schlechter umgesetzt, nämlich, dass man einfach einen Haufen legendärer Pokémon spammt und man dann einfach nur 30 Stück nacheinander fängt, das ist jetzt nicht wirklich spaßig und vor allem dann, wenn man eben überhaupt keine Verbindung dazu hatte. Ja, das Spannende bei Legendären war die Kombination zwischen Suche und Fangen. Ja, man hatte den Dungeon hat man erkundet und dann am Ende war dieses legendäre Pokémon. Das war das Coole. Aber ja, nur das ein Ultramond, das war einfach, das ist einfach lieblos. Also, da kann ich mich auch nicht für begeistern, einfach nur ewig lang durch Dimensionslöcher zu fliegen und eins nach dem anderen zu fangen. Aber es gab durchaus einiges zu tun. Es gab das Mantax-Surfen, was man machen konnte. Es gab einige Nebenquests, die man im Anschluss machen konnte. Einige Rückkämpfe. Man hatte auch eine größere Auswahl an Champion-Rückkämpfen. Was mir gut gefallen hat, außer dass Gladion anscheinend niemals auftauchen wird. Das war dann ein bisschen traurig. Ja, ich habe damals beim Ultrasonne-LP aufgegeben gehabt, weil Gladion kommt einfach nicht. Neben natürlich den Gebieten, die man davor schon hatte, eben vor allem auf der vierten Insel, die man erkunden konnte. Also das Postgame war schon gut. Und aus dem Grund tue ich das Ganze noch auf okay. Aber wenn man davor unter Sonne unter Mond gespielt hat, ist es wirklich, wirklich schwierig, durch das Spiel durchzukommen. Okay, jetzt haben wir X und Y. Knifflige Sache. Wirklich knifflige Sache. Wenn ich mir das aber so anschaue, tue ich X und Y auf gut. Und ich muss dazu sagen, X und Y war für mich, genauso wie Schwarz und Weiß, schon eine relative Enttäuschung.
Der Punkt ist aber der. Hätte man eine Spezialedition gehabt, oder sagen wir einen Nachfolger, wie bei Schwarz und Weiß, wie bei Diamond und Pearl, wie bei Rubin und Saphir, wäre das alles kein Thema gewesen. Der einzige Grund, warum ich mich heute hinstelle und sage, mit Pokémon X und Y hat der Trend begonnen, dass das Pokémon-Franchise immer schlechter wurde. Der einzige Grund, warum ich das sage, ist, weil eben danach diese Spezialedition nie gefolgt ist. Aber das ist nicht die alleinige Schuld des Spiels, weil dieses Spiel hat viel geschultert. Und das muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Dieses Spiel musste alle Pokémon-Modelle, die bis dato existiert haben, neu machen. Das sind sowohl die 650 alten Pokémon als auch die 70-90, dass man insgesamt 721 Pokémon-Modelle machen musste. Mit Attacken, Animationen und alles. Und das hat das Spiel hinbekommen. Das ist ja der ganze Punkt. Und die haben es sogar geschafft, Modelle zu machen, die zukunftsfähig waren. Die Region war immer noch groß und spaßig. Es hat manchmal ein bisschen an Substanz gemangelt. Das war eigentlich mein größtes Problem. Es hat an Substanz gemangelt, was die Rivalen anging. Man hatte viel zu viele Rivalen, die alle auf eine einzige Charaktereigenschaft heruntergebrochen werden konnten, die alle keine wirklich interessante Geschichte hatten. Als ich hätte alle Rivalen, also Serena, Tierno, Trovato und Sanna, zu einem Rivalen fusioniert, der Serena heißt, und sie einfach ein wenig multi- oder sie einfach ein bisschen facettenreicher dargestellt. Die Dialoge im Spiel waren ultra merkwürdig. Also da gibt es wirklich Sachen wie, Serena kommt und sagt, hey Nachbar, warum auch immer sie einen ständig Nachbar nennt. Hier, hast du dir vor allem, ich glaube Surfer war's. Ja, ist es nicht merkwürdig, dass wir beide mittlerweile hier sind? Scheint so, als wäre es Schicksal. Und dann geht sie wieder. Ich denke mir so, was ist das für ein Dialog? Und so ging es mir häufiger bei dem Spiel. Genauso Flordelis. Ich finde nicht, dass Flordelis ein guter Charakter ist. Er will irgendwie, er ist der Meinung, dass die Menschen immer beschissener werden. Und deswegen möchte er, dass die ganzen beschissenen Menschen aussterben und auch die guten leben. Das ist radikal, aber das kannst du irgendwie nachvollziehen. Aber was er macht, ist einen Haufen Trumps zu retten, die seinen Plan finanzieren. Ja, einen Haufen reicher Vollidioten. Wie willst du so genau die Welt schöner machen? Ja, also von der ganzen Handlung her, die Handlung ist das mit Abstand Schwächste bei dem Spiel. Ich habe da nicht wirklich durchgeblickt, auch nicht, wie er Set so lange überleben konnte. Das war dann ein bisschen merkwürdig, auch wenn ich die Rückschau an sich gut fand, wie die Mega-Entwicklung durch diesen Krieg zustande kam und alles. Aber die Region hat das Ganze rausgeholt. Das einzige Problem ist eigentlich, dass die Arenenleiter wieder dazu zurückgekehrt sind, dass sie nicht überhaupt keine Rolle in der Handlung spielen. Diesmal hat sogar Dianta keine Rolle in der Handlung gespielt, auch die Top 4 nicht. Und das hat dazu geführt, dass sie zu den Charakteren gehört, die ich mir überhaupt nicht merken kann. Also legit, die Arenenleiter in Schwert und Schild sagen mir mehr. Die Kapitäne aus Sonne und Mond sagen mir mehr. Und sogar aus Spielen wie Diamond und Pearl und Rubin und Saphir, wo die Arenaleiter ebenfalls nicht wirklich gut waren. Oder die Top 4 nicht wirklich gut in die Handlung eingebunden waren. Sogar die hatten für mich einen distinkteren Charakter. Ich kann euch nicht zu 100% sagen, woran das liegt. Weil XY habe ich eigentlich zweimal gespielt. Aber die Charaktere sind so, im Englischen würde man sagen, forgettable. Also sie sind so einfach zu vergessen. Sie haben so wenig Persönlichkeit. Ich kann nicht zu 100% den Finger drauf legen, woran das liegt, aber aus irgendeinem Grund ist es schlimmer. Deutlich schlimmer als in anderen Spielen. Aber, weil man eben so viel zu erkunden hat, eine so große Abwechslung innerhalb der gesamten Region, gleicht es das für mich einigermaßen aus. Man hat einen sehr guten Soundtrack, der spielt, und da muss ich jetzt ein bisschen eine Lanze für das Spiel brechen, die Multiplayer-Funktionen waren so gut wie nie. Ja, man konnte sich super schnell mit Leuten verbinden, konnte super schnell mit ihnen Kontakt aufnehmen, tauschen, super einfach, kämpfen, super einfach. Man konnte sich sehr schnell aussuchen, ob man mit Randoms das machen möchte oder mit Freunden. Ja, man konnte super miteinander in Kontakt treten, man hatte die coole Street Pass-Funktion, alles war da. Im Vergleich dazu, absolut beschissen, Pokémon Schwert und Schild und dieses Sticker-System. Aber auch beschissen der Festival Plaza. Und wenn ich mir ein Gesamturteil erlauben darf, auch wenn das Postgame gefehlt hat, das Maingame war ziemlich gut in XY, bleibe ich bei gut.
Der einzige Grund, wie gesagt, dass ich es jetzt als Turning Point nehme, ist wirklich, weil es danach nicht mehr bergauf ging. Wäre es danach wieder bergauf gegangen, würde ich überhaupt nicht von X und Y als Turning Point reden. Das ist, glaube ich, der ganze Punkt dahinter. Man hatte hier auch noch ein paar 3D-Gegenden, die hatte man ja dann später gar nicht mehr. Und jetzt kommen wir zu Schwert und Schild und das ist sowas von nicht gut. Also da muss ich überhaupt keine Sekunde überlegen. Sie sind nicht katastrophal. Die Spiele starten. Ja, das ist das Positivste, was ich über diese Spiele sagen kann. Die Steuerung funktioniert einigermaßen. Aber diese Spiele sind leerer als Rot und Blau. Ja, nicht mal Rot und Blau waren so leere Hüllen eines Spiels wie das. Ja, man hat wie in einer erneut nur 10 Routen, also relativ wenige. Aber auf diesen Routen passiert größtenteils gar nichts. Ja, man hat ein paar, die gut waren. So ein Drittel der Routen ist relativ gut. Und ein Drittel sind mehr oder weniger einfach nur gerade Wege. Und ja, das ist schon mal sehr enttäuschend. Aber was mich, glaube ich, am meisten stört, ist wirklich, wie wenig Inhalt dieses Spiel hat. Und das ist jetzt völlig unabhängig von den Routen. Ich zeige euch hier mal ein paar Statistiken, ja. Wie viele Städte es im Spiel gibt. Wie viele Trainer es im jeweiligen Spiel gibt. Wie viele Dungeons es im jeweiligen Spiel gibt. Also, es ist einfach so unglaublich leer. Das ganze Spiel fühlt sich an wie ein gerader Strich, um schnellstmöglich zum Teil oder zum Postgame zu kommen, wo dann die Leute ihr CP spielen können. Und ich möchte nicht sagen, dass ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich kenne Leute, die Pokémon genauso gespielt haben. Scheiß auf alles, ich möchte nur CP spielen. Ich respektiere, wenn Leute das machen, aber warum spielen sie dann nicht einfach Pokémon Showdown? Also, ich meine, muss es wirklich sein, dass man alles, was Pokémon-Spiele ausmacht, komplett in den Schatten stellt, weil man einfach nur schnell online spielen möchte, damit man schnell zum Züchten kommt? Und ja, da mag das Spiel sehr geradlinig sein, sehr straightforward, aber die ganze Hauptgeschichte, ich meine, Postgame gibt's ja quasi keins, außer eben diese Handlung, die immerhin ein bisschen besser ist als die Haupthandlung, weil ich glaube, die Haupthandlung ergibt die eigentlich für irgendjemanden Sinn. Also Rose möchte ein Energieproblem lösen und naja, er hat 1000 Jahre Zeit, aber einen Tag warten, Bruder, einen Tag warten, komplett unreasonable, ja. Dann, dass man so viel von der Handlung nicht spielen kann, weil immer wenn irgendwas Spannendes passiert, das heißt, ja komm, Delio kümmert sich drum. Und ja, ich habe nichts dagegen, dass andere Charaktere auch an der Handlung partizipieren, das ist in Schwarz und Weiß auch passiert. Nur es sollte nicht bedeuten, dass sie das Spiel für mich spielen. Und das ist eben häufig eingetreten. Und einfach, es ist alles, was ich in Pokémon gemocht habe, ja, das Erkunden, dass sich umschauen, ja, mal alternative Wege gehen, mal einen Dungeon finden, dann irgendwie weiter wandern, legendäres Pokémon finden, gute Items finden, etc. Das alles ist in diesem Spiel nicht vorhanden. Grafisch sieht es manchmal ganz ziemlich gut aus. Die Städte sind gut designt, ja, sind aber auch dafür wirklich leer. Ja, in den Städten gibt es quasi nichts zu erkunden häufig. Ja, man hat Engine City, da kann man ein bisschen was machen. Aber häufig kannst du nur mit Trainern reden, die dann komplett, ja, sinnlose Dialoge sagen. Das ist ja immer so, aber zumindest früher war ab und zu mal irgendwas Gutes dabei. Jetzt fast gar nicht mehr. Das ist eigentlich alles mehr oder weniger nur Lückenfüller, wenn überhaupt etwas da ist. Und einfach, ja, das Spiel ist für mich kein fertiges Spiel. Und das kann ich trotzdem über all diese Spiele sagen. Egal, ob ich diese Spiele in den Himmel gelobt habe, egal, was ich bei diesen Spielen aber auch kritisiert habe, alles waren für mich fertige Spiele, die teilweise hätten besser sein können, Schwächen hatten, aber keines hat sich wie so eine leere Wüste angefühlt, wie Pokémon Schwert und Schild. Und das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, als ich dieses Spiel gespielt habe, war mich über die Inkompetenz der Charaktere lustig zu machen, weil das Spiel sich ja selbst mittlerweile kaum noch ernst nimmt, habe ich das Gefühl. Ja, die Rivalen haben, oder ich meine, gut, die Rivalen waren immer einigermaßen okay, also zumindest Hopp war okay, aber ich meine, was ist denn spannend an Mary? Also ich verstehe es nicht, sie ist einer der langweiligsten Charaktere, die wir überhaupt hatten. Sie hat quasi
Ja, sie hat quasi keinen Charakter. Sie möchte Berühmtheit für ihr Dorf erlangen. Das war's. Betis hatte eine gute Veranlagung. Nur haben wir zu wenig gesehen, wie er von dem absolut arroganten Tannenzapfen, der er war, zu einem Trainer wurde, der mit etwas mehr Leidenschaft an die Sache herangegangen hat. Man hat diese Charakterentwicklung bei Silver besser gesehen. Und das war auf dem Game Boy Color. Und genau das meine ich. Es gibt nur wenige Aspekte und die beziehen sich größtenteils nur auf die Grafik, wo ich sagen kann, die ersten Heimkonsolentitel von Pokémon, also wenn wir jetzt Let's Go ausklammern, waren besser als ein Gameboy-Spiel. Es gibt nur wenige Aspekte. Und das ist unglaublich enttäuschend. Vielleicht kann ich an einer anderen Stelle noch näher über Pokémon Schwert und Schild reden, aber für mich sind diese Spiele wirklich nicht gut. Und ich sag's dazu, ihr könnt dieses Spiel auf großartig stellen, wenn ihr sagt, ja, mich interessiert Pokémon, diese ganze Story und so interessiert mich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich will, ist CP, Shiny Hunten und Züchten. Und alles hat dieses Spiel geradlinig gemacht und dafür liebe ich das Spiel. Leute, eure Liste, eure Gedanken, wir können gern eine ganz andere Meinung sein. Von dem, was ich von einem Spiel erwarte, das wurde hier nicht mal ansatzweise erfüllt. Das war meine Liste, meine Tierlist zu den Pokémon-Editionen. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert werden. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, wie eure Liste dementsprechend aussehen wird. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und mir auf meinen Social-Media-Kanälen folgen. Ansonsten möchte ich zum Schluss noch meinen Kanalmitgliedern und Unterstützern Shorty, Ahmed Tendo, Ayumi, Herr Veljev, Domtendo, Michael, Borgthrone, Arctinerd, der Feuerspucker, Justin, NGM64, Ace Puma, Strui, Future Saiyajin und JJ danken. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Man sieht sich bei hoffentlich weiteren spannenden Videos. Dankeschön und tschüss.